Wo viele Berater sind, da gelingen die Pläne. Ein uralter Spruch, der sich nicht nur im Alten Testament bewahrheitet hat, sondern der auch noch heute gilt in der Wirtschaft. Und deshalb gibt es Beratungsfördermittel, die von der Europäischen Union an alle Mitgliedstaaten ausgeschüttet werden. Und hier in Deutschland werden diese Mittel verwaltet von der BAFA. Das Problem ist nur, zum Ende des Jahres 2020 hört dieses Programm auf. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Bundesweit beraten wir mehrere hundert Unternehmer pro Jahr. Und viele nutzen das BAFA-Beratungsförderprogramm, damit sie mindestens 50%, maximal 90% der Kosten auch zurückerstattet bekommen, also geschenkt bekommen. Der einzige Nachteil ist, dass diese Programme immer so auf circa 5 Jahre limitiert sind und zum 31.12.2020 endet dieses Programm. In diesem Programm, das Förderung unternehmerischen Know-how heißt, können 3 Gruppen von Unternehmern einen Antrag stellen. Die erste Gruppe, das sind alle jungen Unternehmen, sprich die eine Selbstständigkeit oder ein Gewerbe angemeldet haben und noch nicht älter als 2 Jahre sind. Auch wenn du beispielsweise angestellt bist und im Nebenerwerb gemeldet bist, kannst du hier 2-mal in diesem Jahr noch einen Antrag stellen. Die zweite Gruppe, das sind die Bestandsunternehmer. Als Bestandsunternehmer zählen alle Unternehmen, die älter als 2 Jahre sind. Auch hier kannst du maximal in diesem Jahr noch 2 Anträge stellen. Und wenn du ein junges Unternehmen bist oder ein Bestandsunternehmen, das die letzten Monate nur Verluste gemacht hat, und vielleicht sogar, wenn du eine UG hast mit 1.000 Euro, diese 1.000 oder zumindest die Hälfte dieser 1.000 Euro durch diese Verluste verloren hast, also 50% deines Betriebsvermögens durch Verluste verloren hast, dann kannst du sogar als Unternehmer in Schwierigkeiten gelten oder als Unternehmen in Schwierigkeiten. Das erfährt eine besondere Zuwendung, nämlich nicht 50% oder 80% wie die jungen Bestandsunternehmer, sondern du kriegst sogar fast die gesamten Beratungskosten erstattet, nämlich 90%. Das bedeutet, wenn du ein junger oder Bestandsunternehmer bist, dann kannst du 50% oder 80% deiner Kosten erstattet bekommen. Und als Unternehmer in Schwierigkeiten kriegst du 90% deiner Beratungskosten erstattet. Die Obergrenze der erstattungsfähigen Beratungskosten liegt beim Jungunternehmer bei 4.000 Euro, beim Bestandsunternehmer bei 3.000 Euro und bei Unternehmen in Schwierigkeiten auch bei 3.000 Euro. Und wenn du dich beeilst, dann kannst du alle 3 Programme sogar mindestens 2-mal beantragen. Das bedeutet also, jedes Programm kannst du allgemein oder eine spezifische Beratung machen. Wenn du allerdings jetzt als Unternehmer in Schwierigkeiten bist, für die nächsten 3 Monate diese Programme beantragst, und das läuft wieder gut, dann kannst du sogar danach auch noch als Jungunternehmer, wenn du jünger als 2 Jahre am Markt bist, oder als Bestandsunternehmer auch nochmal 2 Pakete beantragen. Also wenn du dich beeilst, ist theoretisch noch eine Beantragung von 4 Förderpaketen in diesem Jahr machbar. Wie ist nun der normale Weg? Das ist relativ simpel. Als Bestandsunternehmer suchst du dir einfach einen Berater raus, der bei der BAFA zertifiziert und zugelassen ist. Dann hast du innerhalb eines Tages gleich die Bewilligung, kannst sofort mit dem Beratungsunternehmen eine Rahmenvereinbarung unterschreiben und dann geht's los mit der Beratung. Wenn du allerdings ein Unternehmen in Schwierigkeiten bist oder ein Jungunternehmer, dann will die BAFA ganz kurz nochmal mit dir telefonieren. Die haben Regionalpartner, die sich erkundigen, ob es dich wirklich gibt. Zweitens, ob du weißt, worauf du dich einlässt. Und drittens, in diesem Fall, ob du die Voraussetzungen für eine fast 100% Förderung, also 90%, erfüllst. Wenn du das für dich persönlich jetzt machen willst, dann bieten wir gerne von der X-Group an, dir diesen Service zur Verfügung zu stellen, dieses Förderprogramm zu beantragen. Denn wir arbeiten bundesweit und sind auch bundesweit zugelassen. Per Telefon werden wir die entsprechenden Anträge mit dir gemeinsam stellen. Per E-Mail kriegst du dann die Bewilligung zugeschickt und wenn wir diese Bewilligung bekommen haben, dann können wir sofort mit der Beratung beginnen. Sei es eine aktuelle Optimierung deines Geschäftsmodells, sei es die Beantragung von Fördermitteln oder Finanzierung über Bankeninvestoren. Gerne kannst du also jetzt nicht nur den Daumen hoch machen, sondern Gebrauch machen von unserem kostenfreien Erstgespräch und natürlich den Kanal abonnieren. Ich wünsche dir nun viel Erfolg bei der Beantragung dieser zum Jahresende auslaufenden Beratungsförderprogramme. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%.
Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.